Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti, heute mit einer Wochenvorschau. Das heißt, wir schauen gemeinsam in die Karten, was die kommende Woche denn so mit sich bringt. Und ich sage euch wirklich, so wie es ist, die Legung vom Donnerstag, vom Divine Donnerstag, wow, also die war ja so kraftvoll. Und ich habe das so gefühlt, wie die Energie hier im Kollektiv durch diese Legung zum Fließen gekommen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt. Wenn nicht, schaut sie euch am besten nach diesem Video an. Bleibt jetzt dran, bleibt in der Energie und dann könnt ihr euch das ja hinterher nochmal anschauen. Also wow, da war wirklich einiges los und ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr es schon gesehen habt, ob ihr auch gefühlt habt, wie allein durch diese Bewusstwerdung die Energie so, so schön zum Fließen gekommen ist und eine völlig andere Energie jetzt im Raum ist und zwar von absoluter Klarheit. Also das fühle ich jetzt hier. Deswegen, ich bin ganz gespannt, was jetzt die Karten für die kommende Woche so bereithalten. Ich habe hier dieses Tarot der... Ich glaube, ätherische Visionen heißt das. Ich liebe das. Das ist so ein edles Tarot. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Das ist natürlich sehr hell, aber ja, ich glaube, das geht gut. Boah, ich liebe das total. Und wie immer schauen wir für die Wochenbotschaft in die verschiedenen Lebensbereiche rein, wo der Fokus hingehen sollte, wo er nicht hingehen sollte. Also lehn dich zurück, genieße es einfach. Für dich jetzt, ja, dich auf die nächste Woche einzugrooven. Diese Zeit gehört nur dir für jetzt gerade und die darfst du dir auch nehmen. So, dann schauen wir mal. Was sind die Energien fürs Kollektiv? Hier auf diesem Kanal. Welche Botschaften sollen jetzt gerade empfangen werden? Das war's. Tüdüm. Und wir schauen mal rein. Und zwar als allererstes. Vielleicht kennen es schon die eine oder andere, die schon ein bisschen länger hier sind. Wir schauen uns das erste Mal die Hauptenergie an, jetzt für die kommende Woche. Das Ass der Schwerter. Habe ich es nicht gerade gesagt, dass es absolut eine klare Energie jetzt gerade ist? Und das ist das Ass der Schwerter. Also wirklich Wahnsinn. Es ist genau diese Klarheit. Es ist genau diese Energie, die jetzt in der kommenden Woche noch stärker kommen wird von Entscheidungsfreudigkeit, Entschlusskraft, klarer Kommunikation, klarer Ausrichtung, was man will, was man nicht will. Also da ist irgendwie so Schluss, könnte man sagen, mit Rumgeeier, Schluss mit, oh, ich weiß nicht. Es kommt die pure Klarheit, ja. Und diese Energie fühle ich schon jetzt und die wird nur noch stärker werden. Also gerade wenn du das Gefühl hast, da steht eine Entscheidung an oder oh, ein kritisches Gespräch müsste geführt werden oder auch ein Gespräch, das einfach klärend wirken kann. Oder du hast ein Bewerbungsgespräch. Aber auch, ja, Ass der Schwerter ist auch so eine Energie, wisst ihr, von ich schneide auch etwas Altes ab und gehe voller Klarheit in etwas Neues. Also vielleicht willst du dich von etwas trennen, wo es noch einmal ein letztes Gespräch braucht. Oder wo du eine Grenze setzt über deine Worte einer Person gegenüber, wo du einfach sagst, bis hierhin und nicht weiter. Oder wo du sagen kannst, so stelle ich mir das vor für unsere Zukunft oder sonst geht es nicht mehr. Ja? Aber auch Ass der Schwerter kann durchaus auch eine Energie sein, wo du einer Person einfach ganz offen und direkt sagst, was du empfindest. Ja, was du dir wünschst für euer Miteinander. Also hier haben wir so, so viel Klarheit. Wow. Ich lade dich auch dazu ein, wirklich energetisch, nicht nur mit einer anderen Person, sondern auch für dich, das ruhig einmal schriftlich oder mit gesprochenen Worten für dich selber als eine Voice Message zu formulieren in der nächsten Woche oder jetzt, vielleicht heute oder morgen für die kommende Woche, was du dir wünschst, wohin du dich ausrichten willst. Denn wir haben mit den Schwertern hier einfach die Energie der verbalen Kommunikation und dass auch Worte sehr kraftvoll sein können. Und deswegen kann es dir helfen, für dich selber einfach diese Klarheit noch mehr einzuladen, indem du einmal das aufschreibst für dich, was du dir wünschst, wo du hin willst, aber auch, also diese Klarheit zu bekommen, aber auch die Dinge schneller manifest werden zu lassen, also dass es schneller in dein Leben kommt. Da sind wirklich Worte ja, Worte und Gespräche sehr wertvoll, Selbstgespräche auch, ja? Also nur mal das dazu. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier auf der Beziehungsebene? Also in deinen Beziehungen, sowohl romantisch als auch freundschaftlich.
Da haben wir den Pagen der Stäbe, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, der Page der Stäbe, das ist hier absolut eine Energie, dass hier Einladungen kommen können, ja, auf romantischer Ebene, dass jemand was mit dir unternehmen will, Ausflüge, dass Einladungen kommen, dass aber auch jemand ein bisschen flirtet mit dir, ja, dass da vielleicht ein Feuer der Leidenschaft langsam entfacht oder wieder entfacht. Auch das ist der Page der Stäbe. Es geht hier ganz viel in deinen Beziehungen in der kommenden Woche darum, zusammen Freude zu haben, zusammen Spaß zu haben, Dinge zu unternehmen. Also das ist jetzt, würde ich sagen, die Woche, wo man tolle Dates haben kann, wo man auch, wenn man in einer Beziehung ist, gucken könnte, hey, was könnten wir denn wirklich unternehmen? Also nicht nur irgendwie beim Café sitzen und sprechen über Dinge, sondern was unternehmen? Also wirklich hier in eine Unternehmung gehen, und es kann durchaus sein, dass sich hier jemand einlädt. Ebenso in Freundschaften. Unternimm was oder nimm Einladungen an, die dir begegnen. Auch wenn du anfangs vielleicht denkst, ach, will ich das wirklich? Ach, ich weiß nicht. Lass dich darauf ein. Hier liegt ganz viel Feuer, Leidenschaft, Spaß, Freude. Also das ist hier eine sehr, sehr schöne Energie. Wie immer schauen wir mit den Lennys einmal in die Tiefe. Und wir gucken mal, was wir hier, und da haben wir es schon, das Kreuz. Und das bringt halt nochmal eine komplette, ja, nicht Wendung, aber schon eine andere Energie hier nochmal zum Pagen der Stäbe. Denn wisst ihr was? Das, was du hier unternehmen wirst mit jemandem oder ja, das, wozu du eingeladen wirst, das ist etwas, was du unbedingt annehmen solltest. Denn da könnte etwas Schicksalhaftes passieren. Also es könnte sein, dass diese eine Unternehmung dich zu jemandem führt, der dein Schicksal ist. Es könnte sein, dass diese eine Unternehmung mit einer bestimmten Person euch so nah zusammenführt und euch plötzlich klar wird, dass ihr euer Schicksal seid. Es könnte hier irgendeine Begegnung mit irgendwem liegen, auch wenn es nicht romantischer Natur ist, aber dass du jemanden triffst, der dich weiterbringt auf eine sehr tiefgehende Art und Weise. Oder du unternimmst was mit einer Freundin und die erzählt dir plötzlich von jemandem und irgendwie, ja, findest du dadurch deinen neuen Coach, Mentor, ein neues Tool, was du lernen willst, was auch immer, einen neuen Job könnte sein. Also hier liegt etwas Schicksalhaftes. Und deswegen halte mal die Augen offen, beziehungsweise sei offen dafür, auch selber Einladungen auszusprechen. Was haben wir denn hier im Job, in der Berufung, im Business? Was haben wir denn hier? Die Hohepriesterin. Okay. Das ist wirklich die Woche, wo du im Job, in deinem Business sehr, sehr stark auf deine Intuition hören solltest. Ich lege das mal hier rüber, ich glaube, das ist besser so. Wo du wirklich sehr, sehr stark auf deine Intuition hören solltest. Wo du sehr stark in dich hineinfühlen darfst und dich vielleicht auch ein Stück weit von Dingen löst, die man eben so machen sollte. Man sollte so und so zum Beispiel Gehaltsverhandlungen führen oder man sollte so und so sein Business aufbauen. Dich davon zu lösen, ist hier sehr entscheidend in der nächsten Woche, denn du hast so eine gute Intuition, die dich zu den richtigen Orten, Menschen, Situationen führen wird für dich. Deswegen also mehr Innenschau. Es braucht es gar nicht im Business gerade oder in deinem Job, in den Finanzen, dass du mit anderen dich unterhältst. Das braucht es nicht. Sei mit dir, geh eher in die Meditation, geh eher in die Visualisierung für dich. Nimm dir eher den Raum für dich selber, um in dir die Antworten zu finden, statt mit jemandem darüber zu sprechen. Das ist, was ich dir hier ganz klar sagen kann. Und dann offenbaren sich dir die Antworten. So, und da haben wir, jetzt ist es runtergefallen. So. Da haben wir jetzt auch diese Lenny-Karte drunter liegen, und zwar die Schlange. Da habe ich sofort zwei Sachen. Einmal, wenn du mit anderen drüber reden würdest, dann sind diese Menschen nicht immer ehrlich zu dir, vielleicht mehr auf ihrem eigenen Vorteil aus oder neidisch und raten dir nicht immer das Beste. Deswegen bleib eher bei dir. Das andere, was ich mit der Schlange sehe, ist die pure Transformationskraft. Und zwar, dass hier eine starke Veränderung kommen kann für dich beruflich, im Business, in den Finanzen, wenn du auf deine Intuition hörst. Ja, also da liegt auch etwas Großes. Also wir haben hier eine große Transformation. Hier was Schicksalhaftes. Das ist eine starke Woche.
Was haben wir denn in deiner persönlichen Weiterentwicklung? Den Ritter der Stäbe. Ui, das freut mich, weil das ist ein schönes Pendant zum Pagen der Stäbe. Also, was wir hier sehen mit dem Ritter der Stäbe in deiner persönlichen Weiterentwicklung ist, dass du dich immer mehr und mehr und mehr für die Freuden des Lebens öffnest, dass du immer mehr Spaß in dein Leben einlädst. Also da hast du schon an dir gearbeitet und das wird in der kommenden Woche Früchte tragen, dass du wirklich merkst, wow, also irgendwie funktioniert das für mich zusammen, dass ich Spaß haben kann, dass ich gleichzeitig Geld verdiene. Es fällt alles so an seinen Platz und dabei habe ich eine Leidenschaft für die Dinge. Also du tust in der kommenden Woche noch mehr die Dinge, die dir Kraft geben, die dir leidenschaftlich, ein leidenschaftliches Feuer in dir entfachen. Du guckst immer mehr, was zündet mein inneres Feuer an? Welche Menschen, welche Situationen, was gibt mir Energie und Kraft? Und ich erlebe dich hier mit dem Ritter der Stäbe auch in der nächsten Woche wirklich so, dass du ein unfassbares Feuer hast. Und das überträgt sich natürlich auf Menschen, die dann was mit dir unternehmen wollen. Das überträgt sich auf deinen Job, dass du da den richtigen Weg beschreitest, ja, und ich erlebe dich hier sehr, sehr, sehr energetisch als Ritter der Stäbe sozusagen. Also das ist eine feurige Woche auch mit einer Energie in dir, die wirklich, wirklich, wirklich auch andere Menschen ansteckt und anzündet und gleichzeitig bist du super klar, ja. Also du bist jetzt nicht so feurig, dass du nur der Leidenschaft hinterherjagst, sondern du machst eben die Dinge, die du wirklich für dich machen möchtest, weil du weißt, es bringt dich deinem Ziel näher, du bist sehr klar, du bist klar, mit wem du auch dein Feuer teilst. Ja, das ist es auch. Du bist sehr klar, mit wem du dein Feuer teilst, du bist sehr sorgsam, damit darauf zu achten, ja, wen du auch in deinen Circle reinlässt, weil du weißt, wow, da ist eine schöne Energie in deinem Kreis und du achtest darauf, ja. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, die Einladungen, die du annimmst, geben dir gefühlt noch mehr Feuer, Energie, noch mehr Spaß, noch mehr Freude. Also das ist eine Woche der Freude. Was haben wir hier noch für dich persönlich hier drunter liegen? Ja, das Glück. Guck mal, einfach das Glück. Das Glück ist absolut auf deiner Seite in der nächsten Woche. Du bist gesegnet und du darfst einfach diesem Feuer folgen. Solange du dem Feuer folgst, der Leidenschaft und der Freude in der nächsten Woche, wird das Glück bei dir sein. Darum geht es. Es geht nicht darum, zu verkopft zu sein. Du bist klar, darum brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie emotionale Wellen in der nächsten Woche zu reiten, ja, und irgendwie schwere Gefühle aufzuarbeiten. Nein, darum geht es auch nicht. Es geht einfach nur darum, dem Feuer und der Leidenschaft und der Freude zu folgen. Und das wird dir ganz viel Glück bringen. Also super schön. Worauf sollte denn der Fokus nicht sein in der nächsten Woche? Ja, gucke mal. Bei der 7 der Kelche. Genau, was ich gerade auch gesagt habe, die Kelche, das ist ja, ja diese sehr emotionale Energie, auch eine Energie, die Kelche, die nicht so greifbar ist. Die Stäbe sind sehr greifbar, ja, das ist die Handlung, die inspirierte Handlung. Die Kelche sind nicht so greifbar. Und mit der 7 der Kelche haben wir hier vor allem eine Energie, um die es nicht geht in der kommenden Woche. Es geht nicht darum, dass du dich Tagträumereien hingibst. Es geht jetzt nicht darum, dass du ewig noch überlegst, wie du deine Zukunft ausschmücken möchtest. Es geht jetzt nicht darum, sich in Fantasien irgendwie zu verfangen. Es geht vielmehr darum, den Moment zu genießen und eben der Freude und der Leidenschaft zu folgen und der Klarheit auch zu folgen. Du musst ja nicht mehr überlegen, was du alles haben willst in deinem Leben und du musst ja nicht mehr hier die 100. Vision spinnen, wie du deine Beziehung führen willst oder die Finanzen oder I don't know, weil du hast ja hier das Ass der Schwerter, du hast die Klarheit. Also das ist einfach erledigt. Schauen wir mal. Was liegt hier noch drauf? Was liegt hier noch drauf? Ja, es geht hier nicht darum, weiter über eine Entscheidung nachzudenken. Du hast die Entscheidung getroffen, du bist klar, du bist entschieden und jetzt let's go and have fun. Ja, so.
Es ist wirklich so. Und halte dich nicht auf mit einer Entscheidung, die du eh schon lange getroffen hast, wo du eh schon klar bist. Folge einfach mit den Action Steps, ja? Das ist hier ganz, ganz entscheidend. Das sage ich übrigens auch immer bei den Leuten, die bei mir in die Tarot-Ausbildung kommen, in die Ausbildung zum Tarot Spirit Guide. Ich sage immer, du folgst eigentlich nur der Entscheidung, die du schon lange getroffen hast. Damit meine ich, dass die meisten Frauen, die zu mir kommen in die Ausbildung, schon lange wissen, dass ihr Weg sie zur Magie führt. Die schon lange wissen, dass sie Channel-Fähigkeiten haben. Und was sie lediglich tun, in dem Moment, wo sie auf Buchen klicken, ist diese Entscheidung, die schon lange in ihrem Feld ist und die sie schon getroffen haben, bevor sie hier inkarniert sind auf die Erde, dass sie der einfach nur Folge leisten, dass sie einfach dem Feuer folgen. Und dann ist das Glück auf ihrer Seite. Und das ist, was ich hier erlebe. Und an dieser Stelle, wenn du dazukommen willst, in diesen Circle zum Tarot Spirit Guide, dann findest du den Link in der Infobox. Wir starten mit der nächsten Ausbildungsrunde am 8. April. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch einen vergünstigten Preis, der wird steigen. Also buch dir gerne deinen Spot und sei mit dabei. Die Menschen, die schon dabei waren, ich habe schon zwei Runden leiten dürfen. Die sagen wirklich, es ist Magie, es ist ein pures zu sich selbst kommen, es ist so viel mehr als das Tarot. Ja, du öffnest dich einfach deiner eigenen Seelenweisheit gegenüber und lernst das Tarot auf deine Art und Weise zu lesen und damit zu arbeiten für dich und für andere. Also wenn du dazu Fragen hast, schreib mir ansonsten, Link ist in der Infobox. Und auf jeden Fall hier nicht den Fokus auf irgendwelche Entscheidungen, es ist klar für dich alles. Worauf sollte denn der Fokus sein? Auf die Vier der Schwerter. Und weißt du, was die Vier der Schwerter ist? Pause. Es ist Pause von Gedanken, Pause von Entscheidungen, Pause von Grübeleien. Die Vier der Schwerter ist eine Energie, die einfach sagt, Ruhe, ganz viel Zeit für dich, wo du nicht denkst. Und wann denken wir nicht? Wenn wir Dinge tun, die uns Freude bereiten. Kennt ihr das, wenn wir irgendwas machen, malen oder so, was uns so viel Spaß macht? Wir denken an nichts mehr plötzlich. Wir sind nur im Moment. Und darum geht es mit der Vier der Schwerter. Im Moment sein. Wenn wir im Moment sind, sind wir in einem meditativen Zustand. Meditation ist nicht nur, wenn wir auf dem Meditationskissen sitzen, sondern immer dann, wenn wir etwas tun, wo wir Raum und Zeit vergessen, sind wir in einem meditativen Zustand. Und darum geht es, wenn wir, guck mal, da ist eine Ameise. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, mit denen wir einfach Spaß haben, wenn wir Dinge tun, die uns einfach erfüllen und so weiter. Und darum geht es mit der Vier der Schwerter. Und wann immer du das Gefühl hast, boah, die Gedanken übermannen mich doch oder ich fange wieder an zu grübeln, mach die Dinge, die dir Freude bereiten. Vier der Schwerter ist auch so eine Karte, wo ich sage, vielleicht willst du dir eine Massage buchen in der nächsten Woche. Vielleicht willst du mehr Meditation wieder etablieren in dein Leben. Vielleicht willst du mal mehr Tage, wenn es dir möglich ist, am Wochenende zumindest etablieren, wo du mal ausschläfst, wo du deinem Körper Ruhe gönnst, ja, und gleichzeitig eben Dinge tun, die dir Freude bereiten. Was haben wir denn hier? Wo sollte der Fokus hingehen? Zusatzinformationen, bitte. Trim. Auf den Genuss. Die Lilien stehen ja für die Sexualität auch, aber Sexualität ist für mich auch der Genuss und zwar der Genuss unseres Körpers auch. Also was kannst du dir Gutes tun in der nächsten Woche, was sich dein Körper genießen lässt? Vielleicht eine Yogastunde dir buchen. Eben, wie ich schon gesagt habe, Massage, Sauna, Dampfbad, mehr Schlaf, vielleicht einen grünen Saft dir selber zu pressen oder sowas. Ja, also was ist das, was deinem Körper gut tut, wo du in den Genuss mit deinem Körper gehen kannst. Vielleicht kannst du auch noch mehr dein Essen zelebrieren und genießen, ja. Das ist genau, was ich mit den Lilien hier sehe. Also so eine tantrische Lebensweise, dieser Genuss, dieses Verschmelzen mit dem Leben und Verschmelzen mit deinem Körper. Ganz wichtige Information hier. Worauf läuft diese Woche hinaus? Also in welche Energie gehen wir? Wir kommen aus dem Ast der Schwerter. Wo gehen wir denn hin? Na, zur Sonne. Besser kann es nicht sein. Wir gehen zur Sonne, zum absoluten Aufblühen, zu einer absolut wunderschönen Zeit. Schau dir mal diese Karte an. Es geht wirklich hin zum Aufblühen. Es geht dahin, dass Licht auf Dinge geworfen wird, dass wir noch klarer sehen, dass wir noch mehr erkennen, dass wir vor allem auch erkennen, was wir zum Blühen bringen wollen. Und die Sonne ist auch die männliche Energie. Gefühlt würde ich auch sagen, ist das Ast der Schwerter eine eher männliche Energie, ja?
Und es geht auch weiter mit der männlichen Energie, mit der Sonne. Das heißt, es kommt eine Struktur noch mehr rein. Du lädst noch mehr Ordnung in dein Leben ein. Die Dinge können sich ordnen, um dann aufzublühen. Du kannst dich entspannen hinein in diese Ordnung. Also alles findet seinen Platz, könnte man auch sagen, mit der Sonne. Und es ist wie ein... eine Neugeburt, ja, die Sonne ist für mich auch immer eine Neugeburt von dir. Eine Verwandlung, die abgeschlossen wird sozusagen und ein neues Leben beginnt. Was haben wir hier drunter noch? Ja, das alles, was sich jetzt vielleicht noch ein bisschen dunkel und schwer anfühlen könnte in deinem Leben. Das alles, was in der kommenden Woche hochkommt, wo du denkst, oh, puh, da ist noch eine dunkle Wolke, ich weiß nicht so recht. All das wird weggepustet und die Sonne kommt wieder. Also es geht weg von diesem grauen, behangenen Himmel hin zu der Sonne, ja, die wirklich durch die Wolken dann durchscheint. Also deswegen auch den Fokus gar nicht so sehr in der nächsten Woche, ja, da jetzt eine Lösung finden zu müssen, zu grübeln und so weiter. Nein, vielmehr in die Freude zu gehen, denn die Lösung kommt automatisch, die Sonne kommt von selbst, du musst dafür gar nichts machen. Einfach nur der Freude zu folgen. Ganz viel Spielzeit für dich einzuplanen. Was haben wir denn hier drunter liegen? Die Vier der Münzen, ja, und die Königin der Münzen. Du guckst einfach gerade, ne, was ich gerade hier einfach noch sehe, ist, dass du gerade in so einer Energie bist und auch in der kommenden Woche, wo du sagst, ich will einfach an Sachen festhalten. Mir ist wichtig, dass ich auch es schaffe, mir etwas Solides aufzubauen und etwas aufzubauen, was mich nährt, langfristig gesehen. Und da bist du auch klar. Und das ist jetzt einfach, was daraufhin folgt sozusagen und folgen darf, ja. Was haben wir denn für einen abschließenden Tipp noch aus dem Weisheitsorakel? Was haben wir denn hier für einen abschließenden Tipp? Oder noch einen Zusatzimpuls? Nein, die hatten wir doch letzte Woche, die Bausteine. Also es geht weiter. Auch die kommende Woche ist ein Baustein für etwas Großes, was du vorhast, für dein großes Ziel. Du hast quasi den nächsten Baustein. Es ist das nächste Puzzlestück. Und gefühlt setzt du gerade hier einen großen Klotz zusammen. Und die letzte Woche, das war schon ein Baustein. Jetzt ist wieder ein Baustein. Und ich bin ganz gespannt, wann eine neue Energie kommt. Ich habe das Gefühl in der Woche drauf, weil mit der Sonne sehe ich, dass eine gewisse Verwandlung abgeschlossen ist und eine neue beginnt. Das heißt, es könnte sein, dass das vielleicht sogar der letzte entscheidende Baustein hin zu deinem Ziel ist. Wow. Und auch hier wieder schicksalhaft, weil die 28 ist die 10, das Rad des Schicksals. Also das ist irgendwie dein Schicksal, der Weg, auf dem du gerade bist. Das ist alles kein Zufall. Es ist perfekt, ja. Und es läuft auf etwas Großes hinaus. Ganz toll. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zusehen. Ich freue mich sehr, wenn ich den einen oder anderen bei der Tarot-Ausbildung begrüßen darf. Ansonsten freue ich mich natürlich, in den Kommentaren von euch zu lesen. Gerne dürft ihr dem Kanal auch ein Abo dalassen und das Video liken. Das würde mich und den Kanal unterstützen, damit ich weiterhin so tolle Videos für euch machen kann und wir gemeinsam hier weiter reisen. Ja, in diesem Sinne, danke, danke, danke fürs Vertrauen und Einschalten. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.